Mir ist kalt, mir ist kalt. Patti, mir ist kalt. Brrr. Kalt. So kalt. Brauche ich irgendwas zu trinken? Zieh dir doch einen Pullover an. So, Bäsle gemacht, Bussi, hä? Bäsle alle gemacht. Ja. Ja. Na ja. Aber bald. Bald. Ja. Was da? Stimmt. Zack. Zack. Flanken und dann wieder viel Energie. Ach, das braucht wieder so lange, die Bäcker, ey. Mhm. Braucht so lange. Willst du weitere Beete machen, ne? Ja, aber ich mache jetzt einfach das Material erstmal und wenn es dann halt fertig ist, ist es halt fertig. Ja. Weil dann machst du erstmal ein paar Beete fertig, weil das ist dann wichtiger. Kühlschrank haben wir jetzt. Ja, der Herd kann noch warten. Ja, Beetzen im nächsten Jahr dann halt. Ja. Bis dahin ist ja Zeit. Beziehungsweise wenn, dann sollte ich mir wahrscheinlich eher noch einen weiteren Ofen machen für Asche, oder? Das kannst du auch machen, ja. Wäre wahrscheinlich zum ersten Moment zu sehen sinnvoller. Für den, ja genau. Drei Stoff und den Rest, der muss halt kommen, genau. Oh, da kommt ein Häschen auf mich zu und totes Häschen. Na, das arme Häschen. Der hat Hasi getötet. Ah. Ja, das wird gestoffelt. Ausgestopft. Genau, es wird gestoffelt, das Stück. Ja, yeah. Würden die mir den Stoff freiwillig geben, könnten sie ihr Fleisch auch behalten. Ja, könnten sie so ein bisschen rumspotten, aber nö. Ja. Die legen es ja immer drauf an. Ja, die wollen ja immer gleich getötet werden, wenn man dir die Haut abzieht. Ja, ganz schlimm. Also, schlimme Brut, sag ich mal. Mhm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, da ist wieder ein Seegras, komm her. Ich muss wieder sammeln. Bam. Schön, ein bisschen vorsorgen hier. Gähnende Leere unter Wasser. Oh ja. Naja, kann man nichts machen. Muss man leben mit. Manchmal schon, ne? Kann man den Bogen reparieren? Ja. Ja. Besser ist das. Besser, besser, besser. Na, kaputt schießt du nicht mehr so gut, ne? Nee, also wenn ich denn irgendwann mal müsste, wäre das, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Nicht so toll. Yeah, yeah. Da ist noch ein Häschen. Hallo. Nicht getroffen. Nein, ich zum Wolf. Dann nimmst du den auch noch mit. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. So, Wolf ist weg. Dein Beschützer ist weg. Ich komme. Warte ab. Ich schnapp mit dich, auch wenn du nicht willst. Da kennt er nix. Der nimmt alles, was er kriegen kann. Und weil drei nicht auf den Bäumen ist. Ja. Da kommt schon wieder ein Flugzeug. Oh, okay. Ich hör zumindest gerade über mir das Geräusch vom Flugzeug. Okay. Bist du eine Kiste? Ja, da ist er. Okay. Wo fliegst denn du hin? Weg von dir, damit du mich nicht so schnell plündern kannst? Ja, da im Gebiet kannst du aber nicht abstürzen, da komme ich nicht hin, da ist Zaun.
Komm her. Dann dreh ich halt nochmal um und komm zu dir zurück. Ja, bitte. Das wäre was, wenn er ins Wasser abstürzt. Ja. Aber irgendwie ist es wahrscheinlich so eingestellt, dass du immer 1000 Kilometer laufen musst oder so. Ach gut, das könnte natürlich sein, ja. Das kann leider sein. Aber das ist wieder ewig weit weg. Boah. Naja, ich glaube, Flugzeug und dieses motorisierte Dingens, haben die zusammen eingeführt vielleicht? Ich glaube ja, kann oder sein, weiß ich aber nicht. Damit man eben, wenn man das Ding dann gemacht hat, dann wirklich zum Flugzeug fahren muss oder fahren sollte. Ja, damit es einen Nutzen hat, ne? Ja, also Mutmaßung jetzt mal so. Was war denn das jetzt? Ein riesen Rums? So. Wie als. War das jetzt das Absturzgeräusch vom Flugzeug? So. Das weiß ich auch nicht, ob es jetzt der Donner war. Also ich bin bei der Basis wieder. Ja. Und noch sehe ich hier, ist alles in Ordnung. Ich hoffe mal, es war. Na, es muss das Flugzeug gewesen sein. Weil ich höre es auch nicht mehr auf der Map. Okay. Gut. Wäre das auch schon mal geschwitzt. Gefährliche Gegend. Hä? Seid ihr Hasen oder bewegt sich das Gras noch so komisch doch? Wir sind Mutantenhühner. Irgendwie dachte ich gerade, das könnte was sein, ist es aber scheinbar doch nicht. Schade! Wäre ja zu schön gewesen, wenn ich auch mal wieder was hier. Aber eine Kiste, naja, besser als nix. Besser als nix. Und ein Teil daneben. Juhu. So, schnell weg. Schnell wieder zurück. Geh unter Baum und bin nass. Kann doch gar nicht sein. Das geht doch gar nicht. Geht doch ja. Gar nicht. Immer noch August. Ja, lass noch ein bisschen warm sein. Aber immer so der Blick so drauf, so. Weil teilweise hat man das Gefühl, es geht sehr schnell und dann wieder sehr langsam. No. Ja, wenn die nächste Nacht vorbei ist, dann musst du mal gucken. Ich glaube, dann springt's um. Okay. Das möchten wir nicht. Der Schreiter muss noch ganz viel und überhaupt und so. Oh ja. So Zeugs machen, weißt du, so. So Dinge. Ja. Aber ich habe auch schon lange keine Baumwolle mehr in der Kiste gefunden oder so. Ich wäre ja schon mit Samen zufrieden, aber. Ja. Metall? So nah am Baum? Okay. Gut. Gefährlich. Da ist ein Hase und ein Jäger dahin. Oh Gott, nee, oder? Hase, du musst in meine Richtung kommen. Der Jäger ist da. Komm, mein Magen ist viel schöner, ne? Als der Jäger. Genau. Viel und überhaupt. So, quasi. Ich treffe zwar nicht so gut. Oh Gott, der Bär da hinten. Okay. Häschen. Bleib mal da, Häschen, damit ich dich treffe. Du weißt, ich schieße Scheiße. Ja, hab getroffen. Juhu. Ah, Hase. Mein Hase war schneller. Ha, also, ich hab'n.
Ich hab ihn als erstes, so, bäm. Hase, wo bist du hin? Der ist tot, den hab ich schon. Nee. Hase, weg. Ach, die sind aber auch schnell, die Viecher, ey. Ja, aber du bist nicht in der Nähe von der Basis, oder? Nee. Da okay, nee, dann hab ich dir den Hasen nicht weggenommen. Nö, mein Hobbyhäschen kriegst du nicht. Ja, wenn das hier übers Wasser schwimmt, dann, wer weiß, ruckzuck ist das da und dann, bam. Mhm. Kann ganz schnell gehen. So, jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Lebt sogar noch. Ja, okay. Dann hast du mir was voraus, meiner schon tot. 1A erledigt mit Genickbruch. So. Okay, das passt. Leute. Ups, der Baum war alle. Oh, echt? Ja. Voll und voll. Wow. Das ist nicht cool. Oh, da habe ich was. Hau ab, geh! Jäger am Arsch, oder? Ja, irgendwie schon. Du, ich würde ihn in gegensätzliche Richtung einfach flüchten. Ich geh tauchen. Einfach so. So quasi, ne? Blöder Hampel. Hast mir meinen Verband wieder gemopst. Das ist fies. Ja, ich hab gebluddelt. Das ist nicht gut. Nicht gut. Warte mal, wenn ich das auf... Wenn ich den halbiere, hat er doch 3, dann ist das doch 12. Ja, das passt. So, darf ich jetzt da weiterlaufen? Nein. Will ich aber. Aber das mögen nicht. Sagen wir was dagegen? So. Ein Bär in der Nähe von der Kiste. Na danke. Dem würde ich aber den Marsch blasen, du. Also geht dir gar nicht. Na, warte, ich krieg ihn. Und? Zack, weg bin ich. Noch mehr Kisten. Die Kiste oder den Bären gekriegt? Die Kiste. Okay. Bär, geh weg. Hau ab. Ja, genau. Bleib da hinten. Schnüffel da hinten weiter. Warte. Oh, ja. 3 Kisten in der Nähe vom Bären. Boah. Da weißt du, warum der da war. Oh, da ist ja noch eine. Wenn ich so weitermache, werde ich gleich noch gefressen oder so. Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Zack, zack. Die sind ja eh schon tot. Das heißt, können wir direkt mit auf den Grill. Das Hühnchen lebt noch. Wenn ich das so in den Kühlschrank packe. Ja. Müsste es länger leben vielleicht. Das ist aber witzig. Ich habe das jetzt gerade von meinem Inventar. Da guckt das so quasi so. Guckt das halt so. Packe ich es in den Kühlschrank rein, dreht sich dieses Bild rum. Hä? Das ist interessant. Musst du mal nehmen, raus aus dem Kühlschrank und wieder rein in den Kühlschrank. Das ist cool, dass das irgendwie so. Also, dass es, als ob das Icon sich bewegt, so nach dem Motto. Okay. Sieht mir komisch aus, aber okay. Ich komme nach Hause. Also, bevor es dunkel wird? Ja, nicht, dass du dich erschreckst. Ach so, gut. Nö, dann tue ich das mal nicht. Dann tue ich das nicht. Das Hühnchen. Ja, erstmal muss ich, warte mal, selber was ablegen. Leg doch mal was ab. T-Shirt. So. Ja, es verändert jedes Mal irgendwie seine Position, ne? Ja, also sieht witzig aus. Mal so, dann dreht sich so rum und so rum. Irgendwie komisch. Ja, sehr hübsch.
Ah, da ist noch ein Hühnchen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Also aktuell habe ich ja Zeug gebraten drinne schon. Deshalb habe ich das jetzt mal aufgehoben, einfach mal zu sehen, ob es was bringt, ob man es dann vielleicht irgendwann mal doch umsetzen kann oder so. Aber lieber lebendig im Kühlschrank als tot im Kühlschrank, oder? Ja. Vielleicht. So. Vielleicht gibt es ja was Tolles dann. Zwiebelsamen habe ich gefunden. Ja, besser als nix. Das ist doch besser als... Oh, da ist wieder eine Kiste. Hui. Eben gespawnt. So, sind zwei sogar. Cool. Zwei Stück. Ah, die Leber noch da rein. Gut. Ja, Seegras war wieder Mangelware gewesen. Eins habe ich gefunden. Habe ich das noch in der Tasche? Sollte ich vielleicht in den Kühlschrank tun, ne? Ah, besser wär's. Besser wär's. Schnell nach Hause. Okay, warte mal, Klamotten. Wir hatten mittelschwere Oberteil, genau. Die mittelschwere Hose hatten wir auch schon. Stiefel auch. Genau. Okay. Dafür ist dann schon der gefütterte Stoff. Dafür auch schon. Da auch. Ja, alles mit gefütterten Stoff nur noch. Oh ja. Okay. Ja. Wird sich alles finden. Na klar. Wasser schöpfen. Bitte, 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 bitte. Boah, für einen Reflexbogen 1700 Strom. Nur mehr als ein Kühlschrank, ja? Irgendwie. Der hat nur 1200 gekostet. Das ist heftig. Karotten. Na, fertig. Karotten fertig. Was kann ich? Einbau. Was? Wo hat er denn jetzt den Samen hingetan hier? Okay. Okay, dann halt nochmal Samen ziehen und wo ist der Samen? Ach, der ist im Inventar drin, okay. Also in meinem Schnellleisten-Inventar. Na gut. Alles voll und keine Sachen mit Baumwolle gerade drin. Nee. Baumwolle, das noch Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln. Einmal Baumwolle habe ich noch angebaut gerade. Oh, super. Jetzt ist der Jäger mit Jacke wieder am Strand. Mhm, okay. Da wo deine Basis in der Richtung früher war, da. Das ist der von der Hütte dahin. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, da muss ich auch mal gucken, ob wir da vielleicht mal demnächst wieder erneut angreifen. Nee, da kriegt man immer so tolle Sachen bei denen raus. Okay, das Hühnchen ist tot. Ach, erfroren. Zumindest ist es jetzt bei Null Leben. Bei Null quasi, also kein grüner Balken mehr und liegt halt da. Mhm. Ja gut, dann können wir es auch schlachten, dann ist auch egal. Na gut. Hätte ja klappen können, dass es vielleicht so da drinnen noch so... Ein bisschen länger lebt. Ja. Aber gut, im Kühlschrank. Ja. Ein bisschen kalt, es hält, ne? Es hält sich frisch quasi so. Ach, Tomatensaat, Mann. Genau. Tomatensaat, Hammer, ja. Hammer, ja, Hammer immer wieder. Ja, Hammer. Ja, Hammer, Hammer. Ach, da packe ich jetzt mal die Karnickel gleich mit drauf, ja. Hammer, Hammer. Nee, stimmt nicht, ist gelogen, wir haben noch keinen Hammer. Nee, noch nicht. Hatten wir ja mal in der ersten Folge, glaube ich, wegen Reparieren von diesen
Dinger, Kleintier fallen und so. Ja, und seitdem immer noch nicht gemacht, ne? War einfach nicht auf dem Plan irgendwie. Nee, nicht wirklich. Ich muss nachher mal auf der Werkbank nochmal gucken, was wir dafür eigentlich. Ach nee, macht er was denn hier? Hammer, da ist der Hammer. Ah, das waren 3 Leder brauchen wir. Stoff braucht man dafür. Aber 2 habe ich schon in der Tasche. Könnte ich ja mal. Wenn das Kaninchen durch ist, mal machen. Ja. Zack, zack, zack. Komm, letztes Karnickel. Letztes. 20 Eiweiß. Hunger 16. Das? Hunger 14. Ich habe keinen großen Hunger, also esse lieber das Essen 14. Genau. Zack. So, der Rest wieder im Kühlschrank. Fleisch for the honey. Mhm. The honey, honey. Honey, money, honey, honey. Honey, honey. Honey, ja. Honey, money. Genau. Oh. Wo haben wir denn jetzt? Da war es nicht drin.